Das ist auf jeden Fall der abgesperrte Bereich. Lebensgefahr, Schieß- und Übungsbetrieb. Militärischer Sicherheitsbereich. Schon creepy. Hier ganz alleine. In diesem großen Kaserngelände. Bist du hier gestorben? Vielleicht während des Ersten Weltkrieges oder sogar des Zweiten Weltkrieges? Leute, hier draußen irgendwie Schritte. Das hört sich ganz komisch an. Dieses Geräusch bedeutet, dass die Entität mir näher gekommen ist. Nicht gehen. Oh, wie passend ist das denn jetzt gerade gewesen? Ruhe in Frieden. Habt ihr diese Schritte draußen gehört? Als wäre jemand gelaufen und dann angehalten. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie. Wie du mich umbringen willst, oder was? So, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal werden wir was ganz anderes unternehmen. Ich befinde mich hier gerade in einem militärischen Bereich, wo sich auch noch eine alte Kaserne befindet. Diese ist schon Asbach-uralt. Ich werde euch gleich ein paar Fakten darüber erzählen. Dort werden wir, sobald die Sonne untergegangen ist, und das dauert nicht mehr lange, eine paranormale Untersuchung durchführen. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gemacht und möchte euch gerne dabei mitnehmen. Einfach mal wieder ein bisschen Grusel auf meinen Kanal bringen. Und das Ganze beginne ich mit diesem Video. Es gibt auf jeden Fall gleich einen Bereich, in den wir irgendwie reinkommen müssen. Und dort befinden sich sehr viele kleinere Bunker. Diese ganzen Bunker habe ich mir noch nie im Detail angucken können. Ich hoffe, die Sonne reicht noch aus, damit wir uns die im Hellen noch anschauen können. Und neben diesen Bunkern befindet sich eine Schießanlage, die, glaube ich, auch noch im Betrieb ist. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Das werden wir aber gleich sehen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin gespannt, was wir heute für Ergebnisse erwarten werden und ja, ob wir überhaupt reinkommen. Vielleicht ist auch der Zugang zu diesen Bunkern zu und ja, das Ganze hat sich hiermit erledigt. Aber jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und ich nehme euch einfach mal mit und wir schauen, was wir gleich erleben werden. Beziehungsweise sobald die Sonne untergegangen ist, erleben werden, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, also erstmal sind hier wirklich sehr verwinkelt, hier überall Wege. Wir müssen den Zugang zu diesem Bereich finden, wo sich diese Bunker befinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich meine, dass es irgendwo da vorne sein muss. Und dann bin ich auch gespannt, ob man da noch reinkommt. Auf jeden Fall an dem Punkt, den ich noch kenne, wo ich das letzte Mal hier war. Und das ist schon echt lange her. Und wie gesagt, so im Detail habe ich mir das Ganze noch nicht angeschaut. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir scheinen hier auf jeden Fall komplett alleine zu sein. Das ist schon mal gut. Bis jetzt zumindest. So Leute, ich gehe jetzt gerade hier so einen Zaun entlang. Und spekuliere gerade darauf, dass hier irgendwo ein Loch in diesem Zaun ist. Dass wir hier in dieses Gelände kommen. Tatsächlich habe ich hier sogar noch einen Eingang gefunden. So. Dann wollen wir mal rein. In das gute Stübchen. Ich bin so gespannt. So, da vorne kamen wir her. Und wie ihr da oben sehen könnt, sind dort vorne Lufteinlässe oben auf diesem Berg. Das müsste eigentlich bedeuten, dass dort einer von diesen kleinen Bunkern ist. Da vorne sehe ich auch schon was. Hier sind nämlich mehrere von diesen Bunkern. Oh ja, da ist auf jeden Fall schon mal ein Eingang. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob die geöffnet sind jetzt. Okay. Der scheint auf jeden Fall geschlossen zu sein und der ist auch verschlossen mit einem Schloss. Mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, der ist auch zu. Aber hier müsste eine ganze Reihe an Bunkern sein. Boah, ich spreche auch gerade leise, weil hier drumherum sind Fußwege. Hier können auch Spaziergänger laufen. Dementsprechend rumschreien ist hier nicht, aber ich bin ja im Tarnlook, also alles gut. Hier ist auch noch so ein ganz alter Streugutbehälter. Den habe ich jetzt hier nicht vermutet, aber anscheinend gibt es hier sowas auch. Und wie gesagt, da oben sind auch diese Lufteinlässe, oben auf diesem Berg. Müsste ja bedeuten, dass hier auch Bunkereingänge sind. Und die sind sogar geöffnet. Krass. Oh. Aber sind wie gesagt nur so ganz kleine. Einfach nur, um geschützt zu sein vor Atomangriffen, ne? Oder Bombenangriffen, die damals hier stattgefunden haben. So,
Aber so langsam, während ich hier rumlaufe, fängt schon die Dämmerung an. Hier ist auch noch ein Bunker, den ich gefunden habe. Die sind alle gleich aufgebaut. Also da gibt es keine großen Unterschiede. So, ich erzähle euch mal ganz kurz ein paar Fakten zu diesem Gelände, damit ihr mal so ein bisschen Eindruck habt, was hier stattgefunden hat und wie lange das Ganze hier schon so steht. 1938 wurden von den Nationalsozialisten die Bauarbeiten für diese Kaserne in Auftrag gegeben. Und ursprünglich war sie als Unterkunft für ein Infanterieregiment gedacht. 1939, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde die Kaserne vom deutschen Militär genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten zunächst britische und danach belgische Streitkräfte diese Kaserne. 1959 Geräusche. Und es ist noch nicht mal ganz dunkel, aber bald. Ab 1959 wurde diese Kaserne von der Bundeswehr genutzt. Zunächst war hier das Logistikregiment stationiert, später das Nachschubbataillon und das Instandsetzungsbataillon. Im Jahr 2002 wurde die Kaserne im Zuge der Bundeswehrreform geschlossen. So, meine Lieben, jetzt habt ihr ein paar Informationen erhalten über dieses Gelände und damit werden wir nachher arbeiten. Dadurch, dass das Gelände hier so alt ist, wird hier sehr wahrscheinlich vieles passiert sein und auf dieser Basis werden wir nachher unsere PU aufbauen. Aber bevor uns die Helligkeit hier komplett verlässt und wir hier im Stockdusteren sind, habe ich vor, diesen Schießstand zu finden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da noch reinkommen und ob wir da was sehen werden. Ich sehe auf jeden Fall, wir laufen die ganze Zeit an diesen kleinen Bunkern dran vorbei. Das waren jetzt, glaube ich, irgendwie in dieser Reihe schon 3 Stück oder so. Also hier stehen an die 10 Bunker, würde ich sagen. Alle in derselben Größenordnung. Der sieht auch recht gruselig aus und zugewachsen aus. Wenn man da reinkommt, dann nehmen wir uns den nachher vor, um die PU zu veranstalten. Und so langsam scheint es auch dunkler zu werden. Es dauert nicht mehr lange und dann sind wir hier im Stockdustern. Und dann muss ich auch gleich mein Kameralicht hier rausholen. Und sonst seht ihr mich gar nicht mehr. Und die Taschenlampe vor allen Dingen, damit ich den Weg leuchten kann. Naja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir diesen Schießstand finden. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, jetzt abschließend, nach diesem ganzen Weg, den ich hier gegangen bin, ist hier nochmal ein Bunker, der ist hier komplett so ein Alleinstehender. Ich leuchte da mal kurz rein, dass man mal sehen kann, wie es da drin aussieht. Aber vielleicht wäre das hier auch etwas für die paranormale Untersuchung. Dieser Bunker hat anscheinend nur einen Eingang. Naja, der ist ja noch kleiner. Das ist ja fast wie so eine Garage. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns auf jeden Fall so einen großen vor, diesen zugewachsenen, den wir vorhin gesehen haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir zu diesem Schießstand gelangen. Tatsächlich weiß ich aber auch nicht, ob es dort einen Zugang gibt zu dieser Schießanlage. Was mir von Weitem schon mal auffällt, da ist ein Riesentor. Das Ganze ist abgeschottet, glaube ich. Ah, okay. Wieder so eine lange Straße, wo sich wahrscheinlich dann die Bunker an der Seite befinden. Also das sind immer so Bahnen von kleinen Bunkern, die hier aufgebaut wurden. Damals, um sich vor Bombenangriffen zu schützen. Und dann stehen hier immer wieder so Kästen rum, wo vielleicht irgendwelche Vorräte gelagert wurden. Ich weiß es ja nicht genau. Oh, mal schauen, ey. Ja, der Zaun, der sieht auf jeden Fall krass aus. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie durchkommen werden. Wenn ihr mal schaut, da ist ein Riesenzaun. Hier ist aber auch schon wieder so eine lange Straße, wo wahrscheinlich wieder an den Seiten Bunker befinden. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht alles so frisch aus da vorne. Scheiße. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendjemand ist oder so, der das Ganze bewacht. Woher soll ich das auch wissen? Oder ob hier irgendwo eine Kamera ist? Weiß ich auch nicht. Da ist auf jeden Fall der abgesperrte Bereich. Hier vorne ist auch noch irgendwas. Und hier geht es auch noch mal irgendwo hin. Ja, wahrscheinlich wieder eine Reihe von Bunkern an den Seiten. Aber ist hier irgendwo eine Überwachungskamera, die das Ganze hier filmt? Guck mal da oben. Das ist der Mond. Was ist denn das hier? Oh, hier war ich tatsächlich auch noch nicht, ne? Krass. Aber hier findet auch Leben statt anscheinend. Hier ist lauter Papier und Büchsen. Oh, so ein halber Lost Place, ey. Krass. Was ist das hier?
schon creepy mit diesem eingeschlagenen Fenster. Kommen wir denn hier hin? Okay. Also hier finden ja auf jeden Fall noch Übungen statt, ne? In der Woche zumindest. Hier so ein Unterstand. Reifen, die gelagert wurden. Schutt. Nichts. Hier kann man tatsächlich auch wieder raus. Hier ist ein Loch im Zaun. So, jetzt stelle ich mir aber die Frage, jetzt wo es noch hell ist, kann man sich den Schießstand wohl angucken? Lebensgefahr, Schieß- und Übungsbetrieb. Militärischer Sicherheitsbereich, Grenze der Standortschießanlage, Schieß- und Übungsbetrieb, Blindgänger und Lebensgefahr. Unbefugtes Betreten des Platzes ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Wir können tatsächlich nur von hier einmal gucken. Ist mir dann doch auch zu gefährlich, da reinzugehen. Vor allen Dingen gibt es hier auch keinen vernünftigen Zugang. Aber hier hat auch schon mal jemand versucht reinzukommen. Oder ist schon mal reingekommen. Aber ich denke, auch in diesem Bereich, wo wir uns gerade befinden, darf man sich eigentlich nicht aufhalten. Aber da gibt es tatsächlich keinen Zugang, wo ich jetzt wirklich sagen kann, okay, da kann ich jetzt durch. Hier sind aber auch noch so ein paar Gebäude nebenan, neben diesem Tor. Da befinden sich so Gitterboxen. Boah, die Tür ist komplett demoliert. Und da wieder das kaputte Fenster. Krass. Ja, schon ein bisschen creepy, ey. Aber ist wie gesagt alles leer, ne? So, gehen wir mal hier wieder raus. Okay, hier ist auch das Glas kaputt. Durchsteigen. So, meine Lieben, ich habe hier nochmal einen anderen Blickwinkel mir verschafft, indem ich mal ein bisschen rumgelaufen bin. Vorhin standen wir da hinten am Tor. Das sieht man jetzt nicht so mehr so gut. Und hier ist der Schießplatz. Hat man so einen kleinen Einblick, wie das hier aussieht. Ja, hier finden anscheinend noch aktiv Übungen statt. Nur jetzt um diese Uhrzeit natürlich nicht mehr. Dann konnten wir uns wenigstens einen kleinen Einblick verschaffen von einer anderen Perspektive. Naja. Wenigstens etwas. Die Sonne geht so langsam unter. Schon creepy. Hier ganz alleine. In diesem großen Kaserngelände. Neben mir die Schießanlage. Schade, dass ich keine Drohne habe. Ich habe Prioritäten gesetzt. Ich miete mir ja die Kamera hier über Grover. Könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung gucken. Da kann man ganz einfach Technik mieten. Ich habe meine Drohne getauscht, um mir eine Digitalkamera zu mieten, um einfach für insgesamt eine bessere Qualität zu sorgen in den Videos. Und da habe ich einfach die Priorität aufs gesamte Bild gelegt. Ich habe mir gedacht, wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, von YouTube-Kollegen mir eine Drohnenaufnahme geben zu lassen oder schicken zu lassen, dann ist das super. Oder wenn ich keine Drohnenaufnahmen habe, dann geht das auch klar. Deswegen seht ihr in meinen Videos auch immer seltener beziehungsweise fast gar keine Drohnenaufnahmen mehr, weil ich einfach die Qualität, die gesamte Qualität verändern wollte von den Videos. So, und jetzt würde ich sagen, warten wir ab, bis hier die Sonne komplett untergegangen ist und wir hier im Stock Dusteren hängen. Ich hole euch auf jeden Fall gleich wieder zurück, weil das Warten möchte ich euch ersparen. Jetzt ist die Sonne meist untergegangen. Es ist auf jeden Fall wesentlich dunkler. Und der Rest Helligkeit, den ihr am Himmel sehen könnt, kommt von dem Mond, den ihr auch zwischen den Bäumen da oben sehen könnt. Und ja, hier sind schon lauter Geräusche. Es ist schon richtig gruselig hier. Eine gruselige Stimmung auf jeden Fall. Wir gehen jetzt aber gemeinsam mal in diesen Bunker, der sich hier hinter mir befindet, der komplett zugewachsen ist, und werden da die paranormale Untersuchung starten. Und ich bin echt gespannt, was wir für Ergebnisse bekommen. Ich werde euch gleich mal die GhostTube-App genau erklären, die wir dafür nutzen werden. Er hat so gewisse Funktionen bzw. Geräusche, auf die wir reagieren müssen oder die interessant für uns sind, und die werde ich euch gleich erklären. Aber erstmal gehen wir gemeinsam in diesen Bunker. Boah, der ist komplett zugewachsen. Guckt euch das an. Oh, hier steht sogar noch was drin. Das ist ja geil. Was ist das? Oh, warum macht denn dieses Metall da unten Geräusche? Wie gruselig ist das denn? Oh, fängt ja schon gut an, ey. Ich hoffe immer noch, wir sind hier komplett alleine. Aber das ist schon mal gut, dass diese Dinge hier rumstehen. Das heißt, ich kann meine Kamera darauf abstellen. Ich richte nochmal das Kameralicht aus, damit ihr mich auch vernünftig erkennen könnt. Meine Tasche lege ich auch mal eben ab. Die brauchen wir ja jetzt nicht. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was für Ergebnisse wir bekommen. Wie ihr sehen könnt, es
Flugmodus eingeschaltet. So. Gern geschehen. Okay, es geht schon mal gut los. Das Ding spricht zu mir. Also die GhostTube-App funktioniert in... Warum sind da Geräusche? Woher kam das? Also, die GhostTube-App. Wenn die Geräusche macht, wenn die piept, wenn die so ein Piepen macht. Ich glaube, wir beginnen erstmal und dann erkläre ich es zwischendurch mal. Also, zuerst möchte ich mich einmal vorstellen. Also, mein Name ist Mike und ich komme auf jeden Fall in guten Absichten und möchte einfach ja, feststellen, ob hier in unserer Nähe oder in unserer näheren Umgebung eine Entität sich befindet. Ein Mensch, der hier vielleicht vor Ort verstorben ist an dieser Kaserne, weil sie ist ja doch schon sehr alt. 1938 wurde sie erbaut. Seitdem ist viel passiert. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch Menschen vor Ort umgekommen sind. Und dementsprechend würde ich gerne mit diesen Menschen, die hier vor Ort sind und vielleicht gerade in der Nähe sind und mir zuhören, in Kontakt treten. Das können wir über dieses Gerät, was ich in der Hand halte. Ihr könnt auf dieses Gerät zugehen und könnt mir mitteilen, was ihr zu sagen habt. Wir können dadurch kommunizieren. Und ich möchte, dass du gehst. Okay, Alter, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Also ihr könnt es natürlich nicht sehen. Warte. Oh, kann man die sehen? Oh, ich habe mega Gänsehaut. Kann man die sehen? Oh, krass. Ey, ich habe Dreck mit Schau. Was ist los? Wieso soll ich denn gehen? Also ich habe ja wirklich gute Absichten. Ich möchte mich einfach nur mit euch unterhalten. Bist du hier vor Ort auf diesem Kasernengelände verstorben? Kannst du mir da was zu sagen? Oh, ich bin ein bisschen am Zittern durch meine Nervosität, die jetzt gerade durch diese Aussage natürlich hat mich so ein bisschen aufgewühlt, diese Aussage. Vermissen. Vermissen? Wen vermisst du? Also, diese App, da mag jeder halten, was er davon möchte, aber es gestaltet einfach so eine paranormale Untersuchung oder so ein Video richtig interessant, indem man halt Worte oder Sätze sogar bekommt, mit denen man arbeiten kann. Und ich habe da einfach Spaß dran, das mal so auszuprobieren. Ob das jetzt wirklich real ist oder nicht, aber... Es könnte ja schon interessant werden. Ich bin auf jeden Fall mal... Teufel. Du vermisst den Teufel? Warum Teufel? Wenn das Handy anfängt zu piepen, wenn es Geräusche macht, dann ist die elektromagnetische Strahlung, beziehungsweise das, was reinkommt, der Geist, die Entität, so nennt man es ja, in der Nähe, also es kommt näher. Wenn es piept. Nur, dass du Bescheid wirst, wenn diese Geräusche kommen aus der App. Ja, und durch diese Worte können wir halt mit diesen Geistern in Kontakt treten und mit ihnen kommunizieren. Bitte geh. Okay, schon wieder. Erbärmlich. Okay, also ich bin erbärmlich, weil ich nicht gehe. Ich möchte einfach nur wissen, wer du bist. Ich komme, wie gesagt, komplett im Frieden. Kannst du mir deinen Namen verraten? Wie ist dein Name? Oh Leute, das ist so gruselig. Es ist das, was wir wollen. Was genau meinst du? Immer noch, dass ich gehen soll, oder? Verrat mir doch gerne deinen Namen. Wie gesagt, mein Name ist Mike und ich komme komplett im Frieden. Ich möchte mich einfach nur mit dir unterhalten. Messer. Was meinst du mit Messer?
gerade hier in diesem Bunker. Und dann diese Geräusche von draußen. Ich komme nicht klar. Das ist schon ein bisschen creepy. Und dann auch noch diese Worte. Ich bin erbärmlich und soll gehen. Verrätst du mir deinen Namen? Würdest du mir freundlicherweise deinen Namen verraten? Bist du hier gestorben? Vor Ort, auf diesem Kasernengelände? Vielleicht während des Ersten Weltkrieges oder sogar des Zweiten Weltkrieges? Leute, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Neben dir. Was meinst du mit neben mir? Du stehst neben mir? Oh, ich krieg Gänsehaut. Leute, ich krieg Gänsehaut. Schon wieder. Ich krieg volle Punze. Kann man das jetzt sehen? Ich hab mega Gänsehaut. Kann man das sehen? Ja, überall Pickel. Pelle vom Gackgack, hat meine Mama immer gesagt. Ich lass das jetzt mal so. Satan. Was meinst du mit Satan? Bist du Satan? Wie ist dein Name? Verrätst du mir deinen Namen? Leute. Was mache ich hier? Schieb mal den Kegel so ein bisschen von der Taschenlampe. Verabschiedung. Weil sonst leuchtet die Taschenlampe nach draußen. Was heißt Verabschiedung? Möchtest du dich von mir verabschieden? Hier draußen irgendwie Schritte. Aber ganz weit entfernt. Das hört sich ganz komisch an. Dieses Geräusch bedeutet, dass die Entität mir näher gekommen ist. Das heißt, sie ist irgendwo hier in der Nähe. Oh, und dann diese Schritte vorher, Leute. Bist du hier bei mir? Bist du noch da? Ich höre die ganze Zeit was draußen. Bist du hier bei mir? Segnen. Was meinst du mit segnen? Meinst du mit segnen? Ich soll mich segnen? Ich kann nicht sprechen. Warum kannst du nicht sprechen? Es
Ist jemand bei dir, weshalb du nicht sprechen kannst? Gleich in die Hose. Es ist das, was wir wollen. Du wiederholst dich. Was wollt ihr denn? Ihr seid mehrere? Also, seid ihr mehrere Personen, die bei mir sind? Seid ihr gerade bei mir? Seid ihr hier gerade bei mir? Ich will euch ja natürlich die App zeigen, ne? Seid ihr gerade bei mir hier? Wie viele seid ihr? Gott. Was meinst du mit Gott? Ist da jemand? Leute. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Was meinst du mit ich will es? Oh Leute, Alter. Diese Geräusche und dann die Worte. Verrätst du mir deinen Namen? Das halt hier mega drin. Ich hoffe, das stört euch nicht. Alt. Alt ist dein Name oder alt bist du? Wie alt bist du? Wenn jetzt ein Alter kommt, ne? Rast dich aus. Wie alt bist du? Verrätst du mir, wie alt du bist? Leute. Es ist kalt. Ja, da hast du wohl recht. Es ist ein bisschen kalt. Es ist kalt da, wo du bist. Hier ist es auf jeden Fall auch kalt. Das heißt, du bist bei mir, richtig? Was soll ich machen? Kannst du ein Geräusch machen? Damit ich weiß, dass du da bist?
Ich bin ewig. Du bist ewig? Vielleicht ist das auf die Frage, was das Alter angeht, bezogen. Du meinst wahrscheinlich, dadurch, dass du gestorben bist, bist du jetzt ewig? Du hast kein Alter mehr, weil du nicht mehr altern kannst. Das meinst du, richtig? Leute, ich mach mal die Jacke, die Ärmel wieder zu. Es wird gerade... Gern geschehen. Gern geschehen? Damit meinst du, dass du es jetzt kalt gemacht hast? Du hast dafür gesorgt, dass ich mich wieder anziehen muss. Hört ihr das? Das ist eigentlich nicht windig draußen. Da ist gerade ein ganz krasser Wind durch die Bäume. Habt ihr das gehört? Ich hoffe. Warst du das mit dem Wind? Hier ist kein Stuhl. Was meinst du mit Stuhl? Ich kann mich hier auch nirgendwo hinsetzen. Warst du das gerade mit dem Wind draußen? Leute. Bist du noch da? Schon wieder ein Wind durch die Bäume. Warst du das? Mit dem Wind? In den Bäumen? Da kommt nichts mehr. Bist du noch bei mir? Ich habe das Gefühl, dass die Entität mich verlassen hat. Ich habe die App jetzt mal zugemacht und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal in einen anderen Bunker und ja, vielleicht kriegen wir ja dann ja andere Ergebnisse. Oh, und dafür müssen wir durch die Dunkelheit. Dann kommt mal mit. Ich hoffe ja immer noch, wir sind hier alleine. Also, da ist der Bunker, wo wir gerade herkamen. Aber davon gibt es ja hier auch noch ein paar mehr. Dann gehen wir jetzt mal zu einem anderen Bunker, der geöffnet ist. Boah, ist das creepy. Und dann diese Worte. Wahnsinn. Bin mal gespannt, was wir noch so rauskriegen. Das war ja vielleicht erst der Anfang. Mal gucken. Hier ist auch ein geöffneter Bunker. Dann gehen wir hier mal rein. Das ist einfach irgendwie so eine Art Galgen, ey. Auch creepy. Das Problem ist jetzt, ich muss euch in der Hand halten. Könnt ihr die Eingänge auch sehen? Viel liegt hier ja nicht drin rum. Nur so ein bisschen Stroh. Ich mache auf jeden Fall die Ghost Tube App jetzt wieder an. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt dafür Antworten bekommen. Ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Mike. Wer auch immer jetzt gerade hier ist, ich komme im Frieden und möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Wie ist denn dein Name? Das Kameralicht mal. Oh, warum? Warum? Warum?
Ist das die Kamera? Ist das die Kamera? Ist das die Kamera? Ich will gehen. Oh, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut. Wo willst du hingehen? Ich will auch langsam gehen, glaube ich. Es fängt an zu regnen. Ist das denn die Kamera? Ja. Durch die Kamera kommen die Geräusche. Deswegen halte ich das mal schön weg von der Kamera. Es nimmt ja elektromagnetische Strahlung wahr. Gibt es durch so einen Signalton dann wieder. Das heißt, wenn ein Geist, eine Entität in unserer Nähe wäre, in der Nähe des Handys, würde es ein Geräusch geben. Bist du hier? Ist hier irgendjemand? Wie gesagt, ich heiße Mike und komme im Frieden und möchte mich einfach nur ganz in Ruhe mit dir unterhalten. Würdest du hier zu mir kommen und dich mit mir unterhalten wollen? Darüber würde ich mich freuen. Ich bin schwach. Du bist schwach, das heißt? Warum bist du schwach? Wie heißt du? Mein Name ist Mike. Wie heißt du? Leute. Wie ist dein Name? Laufen. Bist du das da draußen? Niemand versteht. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Wie ist dein Name? Kannst du mir deinen Namen verraten? Manchmal denke ich auch, ich sehe irgendwas hinter mir. Auf der Kamera, aber. Ja. Das ist wahrscheinlich nur. Schatten. Bist du noch bei mir hier? Bist du gerade näher gekommen? Wo bin ich? Du bist hier bei mir, auf einem Kaserngelände. Bist du ein Opfer aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Wo bin ich? Du bist hier auf einem Kaserngelände. Wann hast du... Was ist das? Ein Kaserngelände, ein militärisches Gelände von der Bundeswehr. Warst du bei der deutschen, bei der britischen oder bei der belgischen Bundeswehr, beim Militär? Okay. Warst du Sanitäter bei der Bundeswehr oder beim Militär? Wo bin ich? Immer noch auf einem Militärgelände. Wie ist dein Name?
Magst du mir deinen Namen verraten? Heute draußen nur Wind, bisschen Regen und immer wieder Geräusche. Bist du noch bei mir? Oh, Riesenfüße, Schatten. Nicht gehen. Ich soll nicht gehen? Oh, wie passend ist das denn jetzt gerade? Ich soll nicht gehen? Wieso soll ich nicht gehen? Ich bin stehen geblieben. Aber wieso soll ich nicht gehen? Das war ja jetzt sowas von passend. Ich gehe los und auf einmal kommt nicht gehen. Bist du hier gestorben? Wieder andere Geräusche. Ich gehe mal zurück. Wieder große Füße. Bist du hier vor Ort gestorben? Bist du hier im Ersten oder Zweiten Weltkrieg verletzt worden? Lauf jetzt. Warum? Also ich soll laufen? Oder was meinst du? Warum soll ich laufen? Oh Leute, ich krieg schon wieder Gänsehaut und ich kann es euch nicht zeigen, aber ihr glaubt es mir wohl. Warum soll ich laufen? Möchtest du nicht, dass ich hier bin? Leute, Leute, Leute. Möchtest du, dass ich gehe? Hammer. Was meinst du mit Hammer? Habt ihr diese Schritte draußen gehört? Als wäre jemand gelaufen und dann angehalten. Okay. Was meinst du mit okay? Leute, das hat sich echt so angehört. Was meinst du mit okay? Wissen Sie? Was weiß ich?
Was soll ich wissen? Bist du noch bei mir? Ruhe in Frieden. Was meinst du mit Ruhe und Frieden? Habt ihr das gerade gehört draußen? Ruhe und Frieden und auf einmal kommen da voll die Geräusche draußen. Was meinst du mit Ruhe und Frieden? Ich bin mir nicht sicher wie. Was meinst du mit du bist dir nicht sicher wie? Wie du mich umbringen willst oder was? Was meinst du, du bist dir nicht sicher mit wie? Boah, da kommen ganze Sätze raus, was ist da los? Ich wusste gar nicht, dass sie so viel reden kann. Was meinst du, du bist dir nicht sicher wie? Was meinst du damit? Begraben. Du bist dir nicht sicher wie begraben? Was meinst du mit begraben? Wie du mich begraben kannst? Bist du da draußen? Schließe es. Was soll ich schließen? Den Bunker? Ich schließe mich doch hier jetzt nicht ein. Oder die App? Soll ich die App schließen? Was meinst du, schließe? Was meinst du mit schließe es? Leute, das wird ein bisschen creepy gerade. Was meinst du mit schließe es? Was? Ja, was meinst du mit schließe es? Bist du noch da? Weiblich. Du bist weiblich? Wie ist dein Name? Ich habe da draußen irgendwas poltern gehört. Wie ist dein Name? Hallo? Hallo? Boah, Leute. Wisst ihr was? Wir beenden das Ganze. Es ist echt creepy. Und vor allen Dingen ist es jetzt gerade stockduster hier. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ist der Weg nach draußen. Scheiße. Ich habe hier gerade echt Schritte gehört, ne? Das ist gar nicht mal so geil. Einfach nur dunkel.
Wir müssen einfach nur hier. Ich glaube, hier war der Weg. Oh, fuck. Oh, da war doch schon wieder ein Geräusch, Alter. Oh, fuck. Also hier müsste irgendwo ein Weg sein. Hoffe ich jetzt mal, dass wir da gleich drauf kommen. Das sieht gut aus. Aus diesem Kasernengelände raus. Die paranormale Untersuchung war ja ein Auf und Ab, ey. Ich fand es auf jeden Fall spannend, das mal gemacht zu haben, nach langer Zeit mal wieder. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend. Und falls ihr sowas immer mal wieder sehen wollt zwischendurch, dann sagt es mir doch gerne mal in den Kommentaren. Und ja, schaut auch gerne mal bei dem Video vorbei. Da haben wir auch eine paranormale Untersuchung gemacht. War auch sehr, sehr, sehr spannend. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen, über nette Worte in Form eines Kommentars und gerne auch ein kostenloses Abo dalassen, damit ihr zukünftig kein weiteres Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis die Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Ciao.